way to predict the future is to create it William. in our factory we make lipstick William. in our advertising we sell hope what's on Unterhält euch der äußerst charmante, gut aussehende und extrem kompetente Marco Jürgen Yang. Allein der Vorname steht schon für Entdecker und Eroberer, für Menschen, die etwas gewagt haben. Einfach Menschen, die über den Horizont hinweg sind. Marco. Abgeleitet vom römischen Kriegsgott Mars. Ziemlich geil. Mago, Mega, Hey, hallo und herzlich willkommen da draußen zur zweiten Ausgabe von Wayne. Ich habe während dieses Einsings von dieser Collage ähm, mir überlegt, hey, ich habe auf meinem Skriptingzettel ja, noch sehr, sehr viel mehr Zeilen, da steht noch sehr, sehr viel mehr. Aber irgendwann ist gut, man hat so ein Gefühl dafür, wenn man den Hahn abdrehen kann. Ich weiß, da draußen sind jetzt viele, die sagen, ja, hättest du schon viel früher abdrehen können. Nee, darum geht es ja genau, ähm, für sich selbst zu... Denken und zu finden, wenn man den Haaren abdreht. Und ich habe gedacht, danach drehe ich ab und bin zu der Überlegung gekommen, dass ich diesen Formatansatz einfach ziemlich spannend finde. Und deswegen werde ich euch in der nächsten Ausgabe die Fortsetzung davon bringen in der Einleitung, damit ihr einfach ein bisschen was von mir erfahrt. Ja, so Stück für Stück für Stück. Aber erstmal herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Und wie immer fangen wir an mit. Für die ja, meine lieben, Housekeeping-Zeit, das heißt, wir wollen wieder so die... Probleme, die Anregungen, die Kommentare von der letzten Ausgabe besprechen wollen also das Thema von der letzten Ausgabe so ein bisschen aufbereiten und ich habe mir überlegt, dass ich diese Aufbereitung ein bisschen immer damit kombiniere, dass ich euch eine Location in Berlin zeige äh, nicht zeige sondern ähm, ja, phonetisch ein bisschen näher bringe und wenn ihr genau hinhört, hört man genau hin. wonach hört sich das an? Ja, genau nach einem Markt. Ich bin auf einem Markt in Berlin und das soll auch die erste Empfehlung sein. Ich bin auf dem Xuan Markt, Dong Markt in Berlin, das ist heißt das ist ein riesiger Asiamarkt, also nicht so wie so ein Wochenmarkt, den man sich vorstellen kann in einer Stadt, sondern hier sind wirklich vier riesengroße Hallen, wo Im- und Exporthändler aus dem asiatischen Raum, also ehemalige Gastarbeiter der Deutschen Demokratischen Republik, die haben sich hier angesiedelt und gehen ihrem legalen Händlerdasein nach. Und das ist schon wirklich cool, hier kriegt man eine ganze Menge von der Kultur mit, von der Art, wie die Asiaten sind, auch wenn hier so ein paar... Ich glaube, türkischstämmige rumlaufen, ist so der Großteil ähm, wirklich Asien. Das heißt, man geht hier durch und man merkt schon, dass man so einen Kulturschock kriegt. Hier gibt es eine Menge Ramsch auch. Ähm, hier gibt es aber auch was zu essen, wobei äh, das alles nicht so richtig ja, europäisch ist. Also ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig für meine Begriffe. Gerade wenn man ähm, in die eine Halle hier reinkommt, da riecht es extrem irgendwie nach. Ja, wie ein toter Hund irgendwie, ganz komisch. Und hier würde ich irgendwie nichts essen. Aber es gibt so einen schönen, einen schönen Moment, wo man sehen kann, wie Multikulti eigentlich hier diese Stadt Berlin ist. Und ich würde es als Empfehlung einfach aussprechen. Und wenn ihr in Berlin seid, dann guckt euch einfach mal diese Zuang-Dong-Halle an oder diesen Zuang-Dong-Markt. An. Der hat ähm, eigentlich jeden Tag auf, ich glaube von 10 bis 20 Uhr. Nur am Dienstag ist Ruhetag. Da ist es ein bisschen schwieriger, hierher zu kommen. Das heißt, da braucht ihr hier gar nicht herkommen. So, meine Lieben, das richtige Housekeeping machen wir jetzt hier aus dem Studio, weil es macht ja gar keinen Sinn, in diesem super lauten Markt irgendwie jetzt das Housekeeping zu machen. Ähm, ich hatte es mir so vorgenommen, aber das bringt nichts. Das ist wirklich zu laut und das möchte ich euch auf Dauer nicht zumuten, aber Dong markt wirklich eine Empfehlung, wenn ihr mal nach Berlin kommt und auf diesem Riesen-Asia-Markt noch nicht gewesen seid. Okay, lasst uns ein bisschen Housekeeping machen. Wir hatten ja Wayne, die erste Show und ich, sel ich selbst war persönlich natürlich sehr, sehr gespannt, wie ihr darauf reagiert, nachdem ich nun anderthalb Jahre überhaupt keinen Podcast mehr gemacht habe, ähm, war ich sehr, sehr gespannt, wie eure Reaktionen sind und ob ihr mich vermisst habt ja? und ob das, was ich zu erzählen habe, wirklich für euch eine andere Perspektive, ein anderer Horizont ist, und ob es für euch interessant ist. Das Problem ist eigentlich so, was jetzt an mich zurückgeschwappt ist, ist eigentlich so das Problem, was äh, grundsätzlich, glaube ich, im Netz grassiert. Ähm, es werden kaum noch Kommentare geschrieben auf äh, so einen Podcast. Dabei ist es doch die erste Anlaufstation, wenn man sich über den Podcast äußern will, zumindest in, in meiner Denkwelt. Ähm, ich sehe sehr viele Kommentare in Facebook, nachdem ich irgendwie das Sharing über Facebook gemacht habe, und ich habe sehr sehr viele Reaktionen über Skype oder über Xing oder über äh, Facebook Chat bekommen. Und das ist alles super toll. Und ähm, man merkt aber so ein bisschen, dass alles so hinter ver versteckter Hand irgendwie äh, übermittelt wird. Dabei weiß ich überhaupt gar nicht, wovor man da Angst haben muss. Ich bin wirklich der Letzte, wenn er nicht direkt in die Fresse bekommt, äh, der irgendwie was. Was auszusetzen hat, wenn es irgendwie Kritik gibt. Ich höre mir zumindest alles an, ob ich alles ändern werde. Das liegt ja in, in meiner Person begründet. Ich werde es nicht allen da draußen recht machen können. Und das ist auch gar nicht mein Ziel. Aber wenn bestimmte Sachen dabei sind, die man wirklich ändern kann und die auch in, mein, in meinem Interesse sind, dann mache ich es natürlich. Dazu müsst ihr natürlich mit mir reden. Aber vielleicht ist es für mich auch interessant, wenn ihr einfach Kommentare schreibt und ähm, da andere Leute sich zu äußern können. In Facebook ist das ja so ein bisschen der Fall, weil die Leute eben antworten können auf die Reaktion von anderen. Ähm, aber da war auch nicht so, so super viel, sondern das meiste habe ich wirklich... Über private Kanäle gekriegt und da war das Feedback wirklich durchgehend eigentlich positiv. Und ähm, ich werde meinen Stiefel einfach so weitermachen. Ich habe so grundsätzlich das Gefühl, dass ich ähm, ja, auf, dem, auf dem richtigen Weg unterwegs bin mit diesem Podcast und das ist eigentlich so die Basis. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie nur. Ähm, ja, obwohl, wenn ich jetzt wirklich nur Gegenwind gekriegt hätte, hätte ich es, glaube ich, auch weitergemacht. Also so ehrlich <laughs> will ich mal sein. Okay, gehen wir mal die Kommentare einfach durch, weil das steht natürlich auch so ein bisschen dafür. Wenn ihr in den Kommentaren was schreibt, dann probiere ich die hier auch so zu erörtern, wenn es was zu erörtern gibt. Und der erste Kommentar war von dem Andreas, der hat mir geschrieben, dass er ähm, den Podcast nicht auf seinem Handy runterladen kann. Ähm, natürlich, Andreas, das ging zu dem Zeitpunkt des erscheint des ersten wayne Podcast noch nicht, weil wir danach erst bei iTunes angemeldet haben und iTunes immer so in unserem Fall ein bisschen über 24 Stunden brauchte, um diesen Podcast zu veröffentlichen. Ähm für Android ist es so, dass es ja eine ganze Menge Applikationen gibt und da müsste der Download eigentlich funktionieren und die Einbindung äh, auch des RSS-Feeds funktionieren. Äh, gib mir doch einfach noch mal Bescheid, wenn du da nicht weitergekommen bist, weil wir wollen natürlich das gewährleisten, dass diese neue Art von Podcast, also nicht dieses Runterladen, sondern diese Verfügbarkeit auf bestimmten Plattformen, dass die auch gewährleistet ist. Und wenn wir da bestimmte Fehler noch machen, was immer irgendwie Learning by Doing ist, dann äh, Tut es uns bitte kund, weil dann können wir die Sache auch besser machen und können da von euch lernen. Er hat auch was zur Sprachgeschwindigkeit gesagt. Ich gebe mir ja mal Mühe, ziemlich schnell zu sprechen. Also so aller YouTube-Style. Und er hat gesagt, äh, ist perfekt, alles andere auch. <laughs> ähm, danke dir, aber die Sprachgeschwindigkeit. Ich war, hatte so ein bisschen Angst, dass ich zu schnell spreche für dieses Format. Aber wenn, und das ist sehr, sehr interessant, wenn sehr, sehr viele Leute da draußen. Ähm, vorhanden sind oder mir persönlich geschrieben haben, dass sie eine Menge Podcasts konsumieren, die Leute aber dazu langsam reden und sie einfach die Geschwindigkeit auf 1,5 oder 2 erhöhen, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, selbst schneller zu sprechen, um in seiner eigenen Stimmlage zu bleiben, weil wenn ihr natürlich irgendwie den Speed hochdreht, geht natürlich auch die Höhe der Stimme hoch und dann hört sich das natürlich so alles ein bisschen beschissen an. Ähm, ja, dann hat ja Olaf geschrieben, ja, danke Olaf, ähm, auch in den Blog geschrieben, dass ähm, diese Sache mit dem Wachstum und äh, die Geschichte, die ich erzählt habe, zu diesem äh, Award-Zeug, ja, zu dem Award-Marketing, ähm, da hatte ich ja irgendwie fairing irgendwie ein bisschen herausgestellt, dass die ein riesen Wachstum haben, weil die riesen Kunden haben. Und da hat er darauf hingewiesen, dass diese, äh, diese großen Kunden natürlich oftmals auch für kleine Marge stehen und äh, natürlich für eine große Reichweite. Ja, ich glaube, du Du hast recht, Olaf. Ich glaube, da gibt's, ähm, es gibt es diesen Spagat, aber ich glaube, du kannst auch mit vielen, mit viel kleinem Geld eine ganze Menge äh, Umsatz machen und eine ganze Menge Gewinn machen. Ich glaube, das liegt immer ein bisschen an dem Geschäftsmodell und ich glaube, groß oder klein ist überhaupt nicht so ähm, der richtige Ansatz, um äh, dahin zu gucken. Ich glaube, machen musst du am Ende was und äh, dann schaffst du es auch. So, wen haben wir hier noch? Ähm, ja, die Jungen hat geschrieben: Hi Marco, erstmal, du redest nicht zu schnell, sondern sehr authentisch, frei raus, so muss das sein. Die Amps, ja, okay, ich arbeite an den Amps, das ist zwar auch sehr authentisch, aber äh, ich probiere die so ein bisschen wegzulassen. Wenn man das aber macht und dazu neigt, und das Problem ist, wenn man sehr schnell redet und ähm, auch gezwungenermaßen sehr schnell redet, weil das ist eine Konzentrationsleistung, das muss man erstmal üben. Dann sind natürlich immer so diese Elm so ein paar Denkpausen, die ich dazwischen habe, um einfach so einen Lückenfüller zu haben, damit die Wörter aus meinem Gehirn irgendwie zum Mund kommen. Da gibt es irgendwie noch eine Zeitverzögerung und ähm, ja, da müsst ihr einfach ein bisschen geduldig sein. Ich probiere wirklich daran zu arbeiten und äh, mir diese Ms abzugewöhnen, weil ich das auch zu meiner eigenen Professionalisierung dazu zähle, dass ich irgendwie nicht immer AM, A, O und irgendwelche Füllwörter benutze. Aber das wird euch noch ein bisschen begleiten und ihr sollt nur wissen, dass ich daran arbeite. Ihr habt da noch gesagt, dass der Zeitintervall von zwei Wochen okay ist. Für mich ist er sehr, sehr sportlich, muss ich sagen. Aber ich will mir ein sportliches Ziel setzen, weil ich glaube, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen muss. Und jeden Monat ist mir einfach zu wenig Aufmerksamkeit, hatte ich ja in der letzten Ausgabe schon gesagt. Deswegen ist es, glaube ich, ein guter Tonus. Aber ich merke schon in dieser Ausgabe, dass es sehr, sehr schwer ist. Wir starten morgen wieder ein Videodreh und ich muss jetzt hier noch schnell ins Podcast-Studio, um diesen Podcast loszuwerden. Deswegen, es ist schon eng, aber ich, ich glaube, ich brauche am Ende des Tages diesen Druck. Und ich glaube, dieser Druck gehört zum Content Marketing, den muss ich auch lernen, weil das ist genau das, was ist, was in den Mediaagenturen da draußen und in den Werbeagenturen, die richtig auf Press- und auf Timeline arbeiten, ähm, wirklich zum, zu, zum täglichen Leben gehört. Und da muss ich ein bisschen adaptieren. Kaching war noch ein Riesenthema. Ähm, ich fand dieses Kaching irgendwie nicht so viel. Und ich muss mal auch dazu sagen, dass ihr, wenn ihr Wayne hören werdet, auch in der Zukunft, ich neige dazu, Reizpunkte zu setzen. Und wenn ihr sagt, dass Kaching schlecht war, dann weiß ich, da ist ein Reizpunkt gesetzt. Es geht natürlich ein bisschen um die Dosierung des Reizpunktes. Das heißt, ich muss so ein eigenes Gefühl dafür entwickeln, wann ist es zu viel. Aber diesen Reizpunkt zu sehen, zu erkennen und zu setzen, das ist, glaube ich, extrem, extrem, extrem wichtig. Und deswegen werdet ihr davon auch. Begleitet werden. Ja, Kaching ist dann auch von Merl nochmal gesagt worden. Äh, Grüße da draußen. Schön, dass ihr auch diesen Podcast hört. Ich werde auch in dieser Sendung ähm, nochmal ein bisschen was über SEO-Tools sagen oder Tools im Allgemeinen. Und äh, da wird für euch, vielleicht für euch auch was Spannendes dabei sein, weil ich gehe da sehr, sehr kritisch mit euch Jungs da draußen um. Ähm, und äh, nicht, weil ich euch bashen will, sondern weil ich euch was Gutes tun will. Und ich bin ja auch nur ein Konsument in dem Bereich. Deswegen, aber da lasst euch überraschen in dem Hauptteil von dem Podcast. Ja, haben wir sonst hier noch ein paar Kommentare. Haare. Ähm, ja, Jürgen hat ja noch mal geantwortet. Thomas hat noch mal geschrieben. Hi Thomas da draußen. Ähm, wir hatten ja hinterher auch noch mal Kontakt, deswegen er weiß schon, von wem ich rede. Wenn ihr denn diesen Podcast überhaupt noch mal hört, ähm, er hat gerade die erste Folge fertig und die Sprechgeschwindigkeit kommt, kommt ihm ein wenig langsam vor. Du Sack, ja. Ähm, der weiß schon, wie ich es meine, da ist so der Smiley immer so dahinter. Ähm, er hat aber eine sehr hohe Nachdenkanreiz. Dichte gehabt. Ja, cooles Wort Nachdenk Anreiz Dichte aber genau das ist was dieser Podcast eigentlich auch machen soll dass man ein bisschen darüber nachdenken kann vielleicht sich auch austauschen kann zu bestimmten Themen die vielleicht nicht in seinem Mainstream stattfinden und bei Thomas weiß ich eben dass er sehr stark in diesem Coding Bereich drin ist sehr stark in der Programmierung drin ist ist dieses Thema Einsen und Nullen und da einfach mal ein paar andere Denkanstöße zu haben glaube ich ist wirklich extrem wichtig und ich hatte ja in der letzten Ausgabe schon gesagt ich bin der festen Überzeugung dass die Leute die da draußen Coder sind im kreativen Bereich und irgendwie nicht so sehr viel reißen. Deswegen müssen die sich irgendwie die eine Kombination finden für für das eher kommunikative Thema, was wir hier ja in Wayne auch so behandeln wollen die Gliederung in einzelne Teile findet ihr sehr gut. Da habe ich ja heute wieder gelesen, dass irgendwie diese Jingles irgendwie viel zu lang sind und diese Intros viel zu lang sind. Ja, so what? Da müsst ihr durch. Das ist äh, euer Problem. Ich gebe mir Mühe, irgendwie das interessant zu machen, aber es ist ein Format und ein Format muss nicht immer Mainstream aussehen und äh, super optimiert sein auf den Punkt, wie es so eine Systrix- Oberfläche meinetwegen ist, wo alles sehr aufgeräumt ist, sondern hier ist ein bisschen Platz für Kreativität. Die müsst ihr aushalten. Ähm, ja, er findet es noch besser, wenn man diese einzelnen Teile dieser Dichte äh, in einzelne Folgen verpackt. Ich glaube, das wird ein Problem für mich persönlich werden. Er hat sicherlich recht, äh, Thomas, du hast recht, dass man das machen könnte und das ist ja auch so eine grundsätzliche Problematik im Content-Marketing, dass man vielleicht in einem Format viel zu viel auf einmal raushämmert ähm, und das eigentlich die Möglichkeit wäre, viele einzelne Teile daraus zu machen. Das Problem ist nur, dass ich mich bei vielen kleineren Teilen eben ganz oft hinsetzen muss, um diese Sachen zu produzieren und hier kann ich mich einmal hinsetzen und den ganzen Schneiderradatz einfach loswerden und das ist für mich im Handling einfach viel einfacher. Deswegen kann ich da noch nicht so aus der Zwickmühle raus, zumindest jetzt nicht. Äh, vom Denkansatz hast du natürlich total recht und äh, da bin ich total bei dir. Ähm, ja, sonst ähm, war es das hier mit den Kommentaren zumindest erstmal schon. Waren ja nur 19, wobei ich glaube, die Hälfte Antworten von mir waren. Ähm, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so, obwohl haben wir hier noch was? jetzt hätte ich fast äh, noch ein paar vergessen. Der Stefan Schönbeck zum Beispiel hat ähm, sich geäußert und hat gesagt, dass er es sehr spannend findet, wie sich dieses Format entwickelt hat. Äh, das impliziert ja so ein bisschen, dass du mir schon ein bisschen länger folgst und ähm, dir anguckst, wie es sich jetzt entwickelt hat, gerade nach anderthalb Jahren. Ich glaube, das ist so ein bisschen, als ob äh, man sieht ähm, oder nicht sieht, wenn Kinder groß werden. Ja, wenn man diese Kinder ständig sieht, dann sieht man gar nicht die Veränderung. Aber wenn man jetzt irgendwie irgendwelche anderen Kinder äh, von Freunden oder so, meinetwegen ein paar Monate nicht sieht, dann sieht man erstmal die Veränderungen. Und so ist es vielleicht auch in dem Bereich Podcasting. Ähm, zum Thema Wearables, da habe ich auch noch ein paar äh, Hinweise gekriegt. Einmal hat der Stefan da was gesagt, aber auch der, äh, Sammy, äh, der Sammy hat da draußen was gesagt, dass äh, ich ja so ein bisschen hilflos war in diesem Thema Wearables. Das ist aber nicht so gemeint, dass ich mit dem Thema Wearables, Varabits nicht umgehen kann, da habt ihr mich vielleicht falsch verstanden, sondern im Kern geht es mir darum, dass ich immer bei diesen ganzen neuen Errungenschaften, die dann da rauskommen, versuche, was kann ich denn da rausnehmen für mein eigenes Marketing oder für das Marketing meiner Kunden. Und bei Varabits habe ich einfach noch nicht so den Touchpoint. Ja, ich kann bei Drohnen zum Beispiel ist eine neue Technologie, da kann man eine Menge machen. Es gibt eine ganze Menge neue Gimbal-Systeme da draußen, viel Videotechnik. Damit kann ich direkt ins Marketing reingehen, weil ich Formate habe, die ich einfach damit bestücken kann. Wenn ich aber Variables nehme, dann habe ich nicht so direkt was, dass ich diese Variables jetzt nutzen kann, um Marketing zu machen. Zumindest in meiner Welt ist es nicht so. Wenn ich äh, vielleicht äh, McFit da draußen bin oder irgendein anderer Studioanbieter, dann habe ich vielleicht dafür mehr Ansatzpunkte, um Variables mit in mein Marketing einzubauen. Und in der Richtung war mein Gedankengang. Und wenn ihr da noch Ideen habt, dann schickt mir die doch einfach. Vorbei. So, ja, endlich Zeit wieder zu podcasten, hat Kate geschrieben. Und hier ist noch der Kommentar von Sammy, der auf dem Laufband das gehört hat und der gerade zu Variables was gesagt hatte. Das habe ich gerade beantwortet. Ja, was ein bisschen komisch war, ist eigentlich die Tatsache, dass sehr wenig Leute auf diese Voraussichten 2016 eingegangen sind. Entweder sind die Themen alle für euch sonnenklar, auf der anderen Seite höre ich aber denn oder lese, dass es so eine sehr hohe Denkanstoßdichte gab, die ja natürlich aus dem Bereich der Vorausschau irgendwie fürs Marketing kam. Ich würde mich echt super freuen, wenn ihr da ein bisschen mehr Kommentare schreiben würdet, damit ich einfach weiß, wie kommen diese Themen bei euch an, sind die auch bei euch irgendwie vorhanden, ist es auch wichtig. In in bestimmte Richtung zu gucken. Ich werde hier sowieso meinen Senf machen, aber ihr könnt mich so ein bisschen in eine bestimmte Richtung drehen, damit ich auf bestimmte Themen einfach mehr eingehe oder weniger eingehe, wenn ihr euren Kommentar einfach... Hinterlasst. Deswegen kann ich euch nur darum bitten, natürlich immer irgendwie uns zu bewerten oder mich zu bewerten, was ich hier in diesem Podcast mache, aber einfach auch ein, ein paar mehr Kommentare zu hinterlassen und nicht nur schnell Quick and Dirty in Facebook zu schreiben. Ich, ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast einfach auch wieder so eine, so eine Kultur entwickeln kann, dass man, dass man mehr Kommentare schreibt und dass man sich wieder mehr Mühe gibt, irgendwie direkt in die Kommunikation einzutreten, abseits von diesem Quick and Dirty-Ding von Facebook oder Twitter. Das ist mir so ein bisschen zu wenig und ich hoffe damit auch die Blogosphäre so ein bisschen schützen zu können, weil ich schon das Gefühl habe, dass die Blogosphäre und äh, auch der Umgang mit der Blogosphäre so ein bisschen unter die äh, Räder kommt. Ja, und was wir auch hatten, ist eine ganze Menge Feedback zur Campix und zu den Online-Marketing-Rockstars. Ähm, Gerade zur Campix war es natürlich so ein bisschen für den einen oder anderen so ein Wachrüttler, oh, da ist ja Campix, habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Da merkt man natürlich auch, dass die Informationsdichte sehr massiv da draußen ist und es gibt natürlich nicht nur die Campix und bei vielen Leuten, von denen weiß ich, dass die echt dankbar waren, dass ich das nochmal so als Teaser rausgegeben habe, weil sie echt das nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Also das ist wirklich ein Problem, das sehe ich aber auch als Problem für mich, dass ich einfach durch die hohe Arbeitsdichte oftmals bestimmte Sachen nicht auf dem Schirm habe und da ist es eher eine Hilfe für mich, wenn manche Leute mich einfach darauf Ansprechen oder ähm, mich anteasern, damit ich das wieder in den Fokus bekomme. Ähm, das gilt gerade für Events, das gilt aber auch für Workshops, das gilt aber auch für die Reisevorbereitung für die, ähm, für die beiden eben genannten. Da habe ich nämlich oftmals genau dieselben Probleme, weil ich natürlich ja auch keine Sekretärin habe, die sich grundsätzlich um das Thema Reiseplanung kümmert, sondern das muss ich schon noch alles selbst machen. Das heißt, das läuft alles in meinem Kopf ab. Und deswegen war es, glaube ich, für den einen oder anderen guten Hinweis. Für die Online-Marketing Rockstars ähm, war, da habe ich eine Empfehlung ausgesprochen, zumindest für die Konferenz, wo ihr mich auch treffen könnt oder werdet, wenn ihr wollt. Ähm, da hat sich der Patrick Klingberg gemeldet. Hallo Patrick, da draußen. Ähm, und hat mir ein paar Codes für Messe und für die Party gegeben. Das heißt, die ersten, also sind wir wieder am Thema äh, Kommentare schreiben, die ersten zehn, die äh, einen Kommentar hinterlassen werden, der mehr als... 100 Wörter hat, <laughs> legen wir mal die Latte ein bisschen hoch, der mehr als 100 Wörter hat, der kriegt von mir, und natürlich nur, wenn ihr euren echten Namen irgendwie eine Erreichbarkeit hinterlasst, ähm, der kriegt von mir einen dieser Gutscheine, die mir Patrick zur Verfügung gestellt hat. Äh, hat. Das betrifft natürlich nur die Leute, die da hingehen wollen, aber wie gesagt, es bleibt eine Empfehlung. So, Housekeeping. Ähm, Jetzt überlege ich, ich habe ja nur ein Thema auf der Pfanne, was ich ganz gerne abspulen wollen würde, das hat aber mit Blog nicht, Blogs nichts zu tun und ähm, der, der nächste Jingle wäre ja irgendwie äh, Blog-Thema <laughs> und nun ist es nicht aus Blogs, das heißt, wo packe ich es rein? Ich glaube, ich muss noch ein paar neue Jingles produzieren lassen. Ah, shit, ich, ich packe das einfach hier rein, weil in das Blog-Thema passt es nicht so richtig rein. Okay, mein Lieben, ihr kriegt ja da draußen mit, was da so los ist, ja. Äh, die ganzen sozialen Medien und die ganze Entwicklung unserer Gesellschaft geht ja darauf hin, dass jeder irgendwie eine Stimme hat, jeder seine Meinung äußern kann. Alles super toll, weil wir haben eine Meinungsfreiheit. Alles super toll. Aber es hat natürlich auch so ein paar Einschränkungen, weil natürlich, äh, wenn jeder was sagen kann, dann gibt es auch hitzige Diskussionen und jeder hat seine Meinung, gibt es bestimmte Standpunkte. Äh, ihr kennt die ganzen Diskussionen, Diskussionen um das Thema Flüchtlinge, was da draußen läuft, um das Thema Köln. Ähm, alles sehr hitzig. Manche Debatten werden auch auf Facebook geführt. Ich habe mich da ein bisschen zurückgezogen, muss ich sagen, auch wenn ich mir oftmals auf die Lippe beißen muss, weil ich glaube, dass dieser, ähm, dieser Bereich Facebook dafür nicht so geeignet ist. Aber er verleitet, sorry, er verleitet wirklich ähm, megamäßig irgendwie dazu, seine Meinung äh, kundzutun. Ich bin da echt hin und her gerissen und oftmals lese ich irgendwie was, was gerade äh, mit den politischen Sachen zusammenhängt. Äh, Fange an, was zu schreiben und denke mir dann: ja, wie reagieren denn die anderen da darauf? Und äh, lasse es denn doch und lösche es wieder, weil ich mich einfach nicht so aufpeitschen will. Und manche Sachen nerven mich wirklich. Ähm ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr es als sinnvoll erachtet, ähm, bestimmte Meinungen in Facebook zu äußern oder ob es äh, eigentlich totaler Quatsch ist und ihr solltet eigentlich in eurer, äh, in eurem privaten Umfeld diese Sachen diskutieren. Ich glaube auf der einen Seite, dass wir lernen müssen mit diesen sozialen Medien, die ja Kommunikationsmedien sind, dass wir den Umgang miteinander da lernen müssen. Vielleicht sind wir da auf einem Prozess, vielleicht bin ich auch total falsch gepolt, weil ich mich jetzt zurückziehe, weil einfach der Gegendruck zu hoch ist. Vielleicht muss man das einfach aushalten, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann mal, als die Flüchtlingskrise losgegangen ist, einen ja, von anderen titulierten Stop-Post äh, ge geschrieben habe, was nicht bedeuten sollte, dass wir keine flüchtlinge aufnehmen sondern das, das sollte eigentlich so ein bisschen die mentalität ähm, beschreiben die wir deutschen haben einfach nein zu sagen das ist glaube ich für deutsche ein problem ist zumindest in meinem empfinden so und da habe ich eine ganze menge ähm, ja ähm, eine ganze menge gegenmeinungen gekriegt auch sehr sehr, sehr unfreundlich, äh, auch von Leuten, die ich eigentlich kenne, wo ich natürlich sehr verwundert war, dass die so reagiert haben. Aber es gab auch sehr viel sinnvolle Kritik und ähm, die habe ich mir natürlich zu Herzen genommen. Und als ich mir meinen Post nochmal durchgelesen habe, habe ich gesehen: okay, wenn man den andersrum liest und in der Position eines anderen sich befindet, dann kann man ihn durchaus missverstehen. Und ich glaube, in so einer Gesellschaft sind wir gerade, dass man wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen muss, damit es so ja, Political Correctness hat. Und das muss man lernen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn ich mich zurückziehe und diese, diese Gegenwehr von euch da draußen nicht erfahren hätte, dass ich den Umgang damit besser lernen könnte äh, in Social Media äh, irgendwie äh, ja mich zu äh, artikulieren oder äh, zu kommunizieren. Ähm, da würde mich eure Meinung wirklich mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr damit umgeht. Äh, ist Facebook für euch ein normales Kommunikationsmittel? Muss es diese Fehlinterpretationen aushalten? Äh, muss man auch mal die Chance haben, irgendwas ähm, ja, äh, gegen erklären zu können, ähm, ist es überhaupt eine Plattform, wo man so ein Thema wie die Flüchtlingskrise überhaupt abspulen kann. Okay, aber darum ging es mir eigentlich im Kern gar nicht, sondern im Kern ging es mir eigentlich darum, dass es da draußen ja auf Basis, auf dieser Basis, eine Superkultur gibt, dass jeder gleich sagt, uh, äh, gefällt mir nicht, uh, ich habe das und das, ähm, äh, was ich dagegen habe und es gibt gleich diese super Bash-Kultur und da gibt es natürlich andere da draußen, die es extrem ausnutzen und die gleich richtig beleidigend werden und die richtig einen auf den Zunder geben und da habe ich letzte Mal so ein Video gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es lief, aber ähm, auch egal, es ging um Jan Böhmermann und ihm wurden einfach Kommentare vorgelesen, die unter einem Video, glaube ich, gepostet wurden oder unter einem Post äh, gepostet wurden. Ähm, und die sind einfach vorgelesen worden und er sollte dann Stellung dazu nehmen. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist ein super Ansatz, um irgendwie auch ein bisschen sarkastisch mit seiner eigenen Position umzugehen und habe in Facebook dazu aufgerufen, euch mal zu bitten, dass ihr mal alles das ablassen könnt, was euch da draußen bewegt. ja, Und ich weiß ja, dass nicht jeder da draußen mich leiden kann. Ähm dass ihr das einfach mal richtig, richtig vom, äh, vom Leder zieht und einfach mal in die Kommentare schreibt und einfach mal offenlegt, was ihr für eine Meinung von mir habt. Also ich persönlich werde das aushalten, das kann ich euch sagen. Ich werde vielleicht das ein oder andere Mal bei irgendwelchen Leuten, die ich auch kenne, betröppelt sein und wenn richtig einer vom Leder zieht, werde ich auch mich zurücknehmen müssen. Aber ich habe ja gerade darüber gesprochen, man muss vielleicht diesen Umgang damit lernen und ich hätte auch Bock einfach mal... Ziemlich sarkastisch mit diesen ganzen Sachen umzugehen. Und ähm, ich will euch mal ein paar Sachen vorlesen ähm, von den Reaktionen, die in diesem Facebook-Post entstanden sind, weil das ist ganz interessant, ähm, was da daraus entstanden ist. Wartet mal kurz, ich, ich hole mir den Zettel und dann gucken wir uns das mal an. So, die Basis war also, dass ich in Facebook ähm, gesagt habe, man soll mich mal so richtig beleidigen und bashen. Und ich werde euch mal einen kleinen Auszug liefern ähm, über das, was mir geantwortet wurde. Und dann werdet ihr mal so merken, dass es, ähm, ja eigentlich so auf Provokation gar nicht so leicht geht. Ähm, ja, Andreas Frank hat geschrieben, keine Lust, ja, das ist meine Aussage, keine Lust ist auch cool, dann hättest du den Spruch auch sparen können. Äh, Karl Kratz hat gesagt, du bist der Beste, ja, der weiß schon, wie er mich provozieren kann. Ähm, Thorsten Piening hat gesagt, nö, macht er nicht. Ähm, Daniel Weimann hat gesagt, ähm ob denn die Jahreskarte von meiner Zuchtmeisterin ausgelaufen ist? Hm, ja, vielleicht. Jetzt einer, Sebastian Fischer, der bringt richtig auf den Punkt und das ist vielleicht die Tatsache, warum ich kenne ihn halt auch schon ein paar Tage. Ähm, der sagt einfach Arschgesicht. Ja, der weiß, was ich gehört. Also der hat grundsätzlich erstmal äh, die Aussage verstanden. Ich habe ihm dann geantwortet, eben, dass alles hier Finns sind, ja. Fins. Ihr, ihr kennt, ihr äh, erinnert euch noch an Star Wars und an Finn, ja, das größte Weichei äh, überhaupt im ganzen Star Wars-Universum. Äh, da musste ich euch so ein bisschen vergleichen, um euch ein bisschen zu, äh, zurückzuschießen. Der Alex äh, Skakiel hat geschrieben, irgendwie in Englisch irgendwie ziemlich viel Pieps und Motherfucker. Ähm, denn der Mustafa Celik, hi Mustafa, äh, du bist der schlechteste Selbstvermarkter nach mir natürlich, äh, weil du keinen Arsch in der Hose hast. Puh. Sorry, ich meine, wir kennen uns noch nicht so lange, aber ich, ich glaube, über Arsch in der Hose kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Also ähm, da musst du ein bisschen aufpassen, den Battle verlierst du vielleicht, aber wie gesagt, wir kennen uns noch nicht. Ähm, Tobias Fox hat gesagt, ich mag deine Jacke. <laughs> ja, Tobias Fox, der weiß eben auch, wie es geht. Denn Tim Ehrling hat gesagt, Fl flanelläppchen, lila flanelläppchen. Was sind das für eine Beleidigung? Was Leute, der du dir mal ein bisschen was anderes einfallen lassen können. Ähm, Linkbilder. Moritz Kühne hat gesagt, ich bin Linkbilder. Das ist heutzutage eine Beleidigung. Ähm, ich weiß gar nicht. Kevin. <laughs> Sebastian McGruber hat geschrieben, ich bin Kevin. Äh, steht jetzt Kevin für Kevin allein zu Hause, weil ich so pfiffig bin und irgendwelche Leute, die in meine Hut kommen, irgendwie tierisch irgendwie verarsche und derbe verhaue? Oder steht Kevin einfach für ein Ossi? Ähm, Dazu muss ich sagen, ich bin kein Ossi, ja? Ich bin Wossi. Ähm, das vergessen die einen oder anderen. Nur weil ich im Osten wohne oder eine Veranstaltung im Osten mache, heißt das überhaupt nicht, dass ich ein Ossi bin. Wie kommt ihr da drauf irgendwie? Ähm, Jens Faulrad, hi Jens, hat geschrieben: ähm, Ich kann dich in deinem Tarnanzug, äh, Tarnanzug, Tarnanzug einfach nicht sehen. Ja. Ähm, ich weiß, dass unsere Meinungen da ziemlich weit auseinandergehen, aber. That's the way. Ähm, dann hat äh, Sebastian Fischer sich mal wieder so geäußert. Hey Leute, ihr könnt ihr überhaupt gar nicht beleidigen. Du Dreck, Hurensohn, Alter, ich mach dich Messer. <laughs> ah, ich kenne den Typen zu lange. Der Thomas Wagner war auch zu faul. Und so geht es eigentlich hier die ganze Zeit äh, weiter. Ähm, du SEO. <laughs> Tuseo ist auch eine geile Beleidigung. Ähm, das ist alles nicht so richtig, aber. Ähm, und jetzt kommen so ein paar Sachen, die natürlich. Fabian hat geschrieben, du süßer. Okay. Denn die Caroline Klimt hat geschrieben, äh, Kuschelbärchen. Okay, bei dir lasse ich es gelten. Ähm, wobei, da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Was du sagst, was ich sage, ich weiß, da gibt es jemand im Hintergrund, der haut mir da mächtig ein, eine rein. Ähm, dein Podcast ist scheiße, hat ähm, Martin Brosny geschrieben. Ähm, ja. Das geht in Richtung Beleidigung, Martin. Du hast es schon verstanden. Ähm, dann hat äh, Benjamin Milius geschrieben: Marco, obwohl wir uns nicht persönlich kennen, finde ich deine Art und Weise echt ähm, Teile dieser Antwort könnten dich verunsichern. <laughs> so eine Antworten finde ich doch erstmal cool, die noch ein bisschen Hintergedanken haben. Aber ihr hättet mich auch wirklich einfach beleidigen können, das wäre okay gewesen. Denn äh, Sebastian McGruber, der ist so richtig so aufgelaufen und hat jetzt irgendwie noch: du bist ja Oliver Potter, der Seos. <laughs> Ich glaube, da gibt es ganz andere da draußen, die der Oliver Pott der See sind. Ich glaube, dieses Schwert bediene ich irgendwie so gar nicht. René ähm, Hornig hat geschrieben, Schnucki. Ähm, da weiß ich, kommt auch ja, aus äh, persönlichen Sachen. Ähm, Sonja Kraus hat gesagt: Ey, du, du bist einfach zu nett. Kann ich nicht. Ich kann dich nicht beleidigen. Du bist einfach zu nett. <laughs> Mann, du sollst mich beleidigen und sollst nicht nett zu mir sein. Ihr funktioniert einfach nicht. Ähm, Christian B. Schmidt hat gesagt: Boris Schmidt. Ähm, das ist zu leicht. Frag doch mal besser nach Lob. Mann, du sollst mich beleidigen, mich nicht loben. Ähm, ja, so geht das die ganze Zeit hier weiter. Das heißt, so grundsätzlich ist das eine Sache. Ich glaube, die muss in Real entstehen. Das heißt, ich muss vielleicht viel härter mit diesem Podcast umgehen, damit ich eine wirkliche Beleidigungswelle auslösen kann, einen wirklichen Bullshit, äh, einen Bull. Einen Bullshit. Einen wirklichen Shitstorm auslösen kann, damit ich äh, eure Kommentare irgendwie behandeln kann. Das war ziemlich lame. Vielleicht starte ich nochmal so einen Versuch und dann könnt ihr mal richtig vom, ähm, äh, vom Leder ziehen, äh, weil ihr denn ja wisst, für, für was er das macht. Und ihr müsst ja immer wissen, für was ihr das macht. Ihr braucht ja immer sowas wie KPIs, damit ihr bestimmte Sachen macht. Okay, ähm, ja, das war's erstmal für den Anfang. Lasst uns erstmal mit den Hauptthemen anfangen und äh, Housekeeping ist hiermit beendet und wir gehen rein ins... So, was ja richtig gut an Podcasting ist, ist, dass man einfach mal zwei, drei Stunden Pause machen kann und ihr merkt es einfach gar nicht, weil es hinterher so einfach zusammengeschnitten wird, ja. Ähm, ich habe mir die, den ersten Teil von dem Podcast jetzt gerade nochmal angehört, habe mich jetzt hier hingesetzt und kann mir so richtig vorstellen, was ihr für Fragezeichen vielleicht gerade zum letzten Part in euren Köpfen habt. Und ähm, hier ist es ja ein. Mit dem Claim rausgegangen, hier Wayne, dass wir ein Human Marketing Podcast sind. Das heißt, ich probiere ein bisschen zu erklären, warum ich bestimmte Sachen mache. In dem Fall ist es so, dass es ja. Ähm User-Generated-Content ist, wenn ihr beleidigt werdet, wenn ihr also einen Shitstorm kriegt oder wenn ihr auch nur die niedere Form von Negativ-Kommentaren kriegt, dann nehmt die auf und probiert da draußen ein eigenes Format zu machen. Wer so ein bisschen die Zeit sich vertreibt in YouTube, der wird ja gesehen haben, dass sehr viele Fragen aus den Kommentaren irgendwie dazu Nutze sind oder taugen, nachher eine eigene Ausgabe nochmal zu machen. Und das sollte das hier so ein bisschen zeigen. Natürlich wollte ich die Leute, die kommentiert haben und äh, mitgemacht haben, so ein bisschen mit ins Boot ziehen. Das hat also was auch mit persönlicher Ansprache zu tun. Aber in erster Linie geht es darum, aus Kritik irgendwie, auch aus Kritik, die unterhalb der Gürtellinie ist, ähm, irgendwie was Sinnvolles zu machen. Und ob mir das jetzt geglückt ist oder nicht, darum geht es gar nicht. Ich werde es in den nächsten Ausgaben nochmal weiter probieren. Im Kern geht es darum, diese Sachen zu handeln und daraus ein eigenes Format zu machen. So, dann kommen wir mal in die Blogosphäre. Ähm, ich lese immer fleißig für euch da draußen. Wenn ihr also nicht so äh, die Feedreader seid, dann mache ich das für euch ganz gerne. Ähm, wer mir so ein bisschen folgt auf Facebook und auf Twitter, der kriegt ja das ein oder andere sowieso geliefert von mir, weil mein Feedreader irgendwie immer über Snipply ausgeliefert wird ähm, zu euch, weil ich ja bestimmte Sachen, die für mich spannend sind, äh, sind auch teilen will mit euch. So, ich habe fünf Sachen. Das erste ist ein Beitrag, den ich auf... Content-Marketing-Institut gefunden habe. Wirklich ein sehr, sehr cooler Blog, also mehr ein Portal, wo Inhalte generiert werden. Und da geht es um interaktive Tools für Content-Marketing. Da werden vier Tools vorgestellt, die ich alle noch nicht so richtig kannte, die aber alle relativ cool sind. Eins habe ich gerade im Einsatz äh, im seo blog äh, Das ist so ein Abstimmungstool. Da bin ich gerade am Testen. Da könnt ihr gerne mal mitmachen. Da geht es gerade darum, äh, so eine Abstimmung durchzuführen, ob SEO denn eher mit den Programmiers Zusammengesetzt werden sollen oder ob es mehr mit Content Marketing kombiniert werden soll. Wo findet ihr euch da mehr, wenn ihr die Auswahl absolut treffen müsstet? Nicht in der Kombination. In Facebook gab es ja da schon so ein paar Kommentare, dass man irgendwie alles kombinieren muss. Nee, darum ging es nicht. Und diese Frage habe ich jetzt mal mit einem der Tools, die hier drin erwähnt sind, gemacht. Und da sind noch ein paar andere Tools drin, die es sich auf jeden Fall lohnen anzugucken. Ich erwähne die jetzt nicht explizit, weil wir da. In Sumago TV noch eigene Folgen zu machen wären. Guckt euch den Teil mal an. Und dann will ich euch zeigen, ähm, in dem Blog von Krullup und Gerst, der ja eigentlich so ein Fotograf ist, ähm das ist mir so eine empfehlung für den umgang wie man denn mit medien umgeht und wie ihr euch selbst positionieren könnt. was ich so toll finde an dieser fotocommunity gerade an bestimmten menschen in der fotocommunity ist dass sie halt gelernt haben sich selbst darzustellen. und ich glaube das ist ein großer, ein großer pluspunkt von dieser foto und videografen community wenn ihr euch da mal ein bisschen durchagert. guckt euch einfach mal den link an da ist ein video dahinter wo die beiden der nämlich der matthias schweighofer und ähm, der, ähm... Oh, wie heißt der Krolopp jetzt mit Vornamen? Egal, nennen wir ihn Krolopp, ähm, sich ein Battle geliefert haben in Photoshop. Und da geht es jetzt nicht so sehr um die Nutzung von Photoshop, wobei ich das auch immer extrem spannend finde, wie die Jungs damit umgehen, wie schnell die mit Filtern arbeiten, mit Masken arbeiten. Das ist schon toll und natürlich auch ein, ein großes Spiel mit Content-Marketing. Aber was ich sehr cool finde, ist, dass die einfach sich selbst irgendwie verarschen, indem die sich irgendwelche äh, Military-Styles auch aufsetzen. Ja? Schweighöfer hat irgendwie ein Stahlhemd auf. Äh, ich glaube, Krolop hat eine Mütze auf wenn ich mich so recht erinnere, es geht einfach darum, wie Inhalte irgendwie in Unterhaltung umgemünzt werden. Das ist natürlich eine Typfrage, aber bei den beiden passt das. Also Selbstironie ist da draußen angesagt. Die haben ganz gute Einschaltquoten. Ich glaube, die verkaufen auch sehr gut ihre Tools und Workshops etc., was die alles so als Fotografen anbieten. Und das sehr mit der Trägerschaft Sympathie. Das heißt, guckt einfach, ob es für euch möglich ist, so eine Sachen umzusetzen. Und da ist das wirklich ein ganz cooles Beispiel. So, der nächste Blockstopp ist dann bei Mael Rot im Blog. Ähm, Mael, ich muss mir wirklich immer auf die Zunge beißen. Äh, der Name Mael geht mir irgendwie gar nicht so richtig über die Lippen. Ich habe irgendwie immer das Problem, dass ich Michael sagen will. Du kannst mal in die Kommentare schreiben, wo denn der Name ja kommt. Mael. Ist der Französisch, Spanisch? Ich weiß gar nicht so richtig. Äh, würde mich aber mal interessieren, weil umso mehr ich mich damit auseinandersetze, umso besser prägt er sich ein. Und dann verquatsche ich mich nicht so oft. Ähm, auf jeden Fall hat ja Mael in seinem Blog. Ein, ein Blog, der sich grundsätzlich sehr intensiv mit Content Marketing beschäftigt. Ein Blogpost geschrieben, die zehn Regeln für strategisches Content Marketing. Und ja, es ist so ein Post, der natürlich das aufnimmt, was ich nicht so leiden kann, nämlich diese zehn Punkte, was immer so impliziert, dass nach zehn Punkten das Problem gelöst ist. Ähm, er ist da auch auf Sachen eingegangen, die von dem Mirko lange ausgeliefert werden, über Talkabout. Äh, schönen Gruß da an dich, Mirko. Ähm, der macht ja grundsätzlich cooles Zeug und der MAL auch, also weil sie sehr theoretisch an diese Punkte rangehen, sehr umfangreich an die Punkte rangehen, wie dann Content Marketing aufgebaut ist. Aber ich habe ja jetzt hier nicht das erste Mal gesagt, dass ich überhaupt gar kein Verfechter von diesem Ansatz von Content Marketing bin. Zumindest nicht in der ersten Stufe. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich mich mehr mit äh, mittelständischen Unternehmen auseinandersetze und vielleicht die beiden sich mehr mit Konzernen auseinandersetzen, wo diese Hebel irgendwie vielleicht strategischer angegangen wären. Ich glaube, und das ist meine Erfahrung in dem Umgang mit unseren Kunden, ist, dass ich, wenn ich diese zehn Regeln nehme, und die könnt ihr euch selbst mal durchlesen, ich will die jetzt alle gar nicht äh, direkt beackern, dass die Leute ziemlich schnell überfordert sind. Sie wissen halt einfach nicht, wo sie anfangen sollen. Und deswegen bin ich eigentlich mehr ein Fan davon, kleine Schritte zu machen und in diesen kleinen Schritten was über die Zielgruppe zum Beispiel zu lernen, was über die Formate zu lernen, was über das Seeding zu lernen, um dann später irgendwann mal vielleicht diese umfassenden äh, Content-Möglichkeiten zu nutzen. Aber man muss es erstmal lernen und das hat nichts was mit Content Marketing zu tun, also nichts mit Content Marketing direkt zu tun, sondern das hat eigentlich was mit dem Handling von Marketing an sich zu tun. Das sind ja alles oftmals Oldschool Maßnahmen, die jetzt hier im Content Marketing natürlich ein bisschen mehr darauf getrimmt sind, Mehrwert zu erzeugen. Aber im Kern geht es dabei immer noch um Aufmerksamkeit. Und dann probiere ich erstmal diesen Träger über zu, äh, zu flanschen, dass ich einen Mehrwert habe und dass ich äh, einen Call to Action irgendwie da reinballere. Aber eigentlich geht es erstmal um die Aufmerksamkeit. Und die muss man erstmal generieren. Und diese Formate zu kreieren, das ist gar nicht so einfach. Deswegen würde ich immer empfehlen, diese Sachen Step by Step zu machen und wirklich zu machen, damit ich daran lernen kann, um nachher bei diesen. Zehn Möglichkeiten zu enden in der Strategie. Und dann könnt ihr euch diesen Artikel vielleicht noch mal rauszaubern und sagen, okay, wie war es denn hier mit dieser Zehn-Punkte-Strategie? Ich glaube, so wird mehr ein Schuh draus, als wenn man das von oben angeht. Für die Leute, die natürlich mit allen Formaten schon umgehen können und alles wissen und alles drauf haben, davon scheint es ja ein paar Leute da draußen zu geben, zumindest wenn ich die Sachen lese von, den, von dem einen oder anderen, ähm, dann könnt ihr diese Zehn-Punkte diese natürlich nehmen und dann werdet ihr Millionär. Das ist ja nicht das Thema. Dann habe ich gefunden, äh, bei dem Olaf Kopp eine, ähm, eine Zusammenfassung der Zahlen von Aufgesang, von dem Blog Aufgesang aus 2015 und ein Ausblick auf ähm, 2016. Und was ich daran Spannend finde, ich finde nicht so sehr spannend, dass ich die, die schärfsten Artikel jetzt in dem Blog mir irgendwie rausgepult bekomme, sondern was ich wirklich spannend finde, ist einfach, dass er so eine persönliche Zusammenfassung erstellt hat und auch ganz offen mal darüber gesprochen hat, wie dieser ganze Bereich Online-Marketing und Content-Marketing und auch Agenturführung in dem Bereich dazu neigt die Menschen auszubrennen, weil es wirklich so ist, dass die Schlachtzahl extrem hoch ist. Wir müssen abliefern, Formate abliefern, ständig für Aufmerksamkeit sorgen und müssen dabei noch eine Agentur führen und Strukturen aufbauen. Das ist gar nicht so einfach und das wird mit steigender Mitarbeiterzahl äh, nicht leichter, wie der eine oder andere vielleicht da draußen äh, vermutet. Ja, man denkt ja irgendwie, dass wenn man eine Agentur hat und die hat irgendwann 30, 40, 50 Mitarbeiter, dass das denn einfacher sein kann. Ja, es kann einfach se äh, einfacher sein, wenn man die richtigen Strukturen aufbaut, aber ich glaube gerade, äh, wenn die Basisstrukturen aufgebaut werden, also die Grund Pfeiler aufgebaut werden, dann ist es echt eigentlich immer noch mehr Arbeit. Und ich glaube, wenn man mit Mitarbeitern anfängt zu arbeiten, und diesen Switch habe ich ja gehabt, von One Man Show auch zu einer Agentur mit Mitarbeitern, ähm, dann ist es nicht damit verbunden, dass das Thema leichter wird, sondern es wird schwieriger und man muss viel mehr sammeln und die Teile müssen zusammenpassen. Dann passen sie nicht, dann haut man mit dem Hammer rauf und das kostet alles extrem viel Nerven. Und genau in dem Zusammenhang kann ich euch diesen Blogpost empfehlen weil der Olaf da einfach äh, tacheles redet und wir kennen uns schon eine ganze Weile ähm, und in meinem, in meinem Kopf steht ja sowieso dafür, dass man sich mit ihm offen unterhalten kann, wenn man zumindest dieselbe Wellenlänge hat. Dann ähm, will ich euch eins empfehlen, äh, ein Blogpost, ist es nicht so richtig, ist eigentlich eine Publikation, nämlich auf Wired. Ähm, da geht es darum, dass Intel eine Aktion gemacht hat mit Drohnen, Ihr wisst, dass ich ein Drohnenfan bin und dass ich das Format Drohne oder das Filmen mit Drohnen total mag und total liebe und gerade die Kombination neue Technik mit äh, Filmmöglichkeiten äh, super gerne kombiniere. Und ihr solltet euch dieses Video und auch das Making-of zu dieser Aktion einfach mal reinziehen, wenn ihr ein bisschen Fable für diese Art von Filmen habt oder für ähm, neue Technik habt. Da hat nämlich ähm, Intel mit 100 drohnen die mit schwarmintelligenter software gesteuert werden eine inszenierung gemacht die wirklich wirklich cool ist. Und nicht nur, dass es da um Aufmerksamkeit geht, sondern man kann ja so ein bisschen abschweifen. Ja? Man kann sich vorstellen, wenn diese 100 Drohnen miteinander interagieren, und da gibt es ja ein paar Beispiele dafür, wie Schwarmintelligenz mit Drohnen funktioniert und nicht nur jetzt im filmerischen Bereich oder in Darstellung hier mit Leuchtdioden, um was Gesamtes zu konzipieren, sondern wie das auch in Kriegsfällen passieren kann. Also diese ganzen Drohnen, die jetzt noch irgendwie Bombenlast tragen in großer Anzahl, das wird irgendwann ersetzt werden in der Kriegsführung durch diese Schwarmintelligenz mit 100, vielleicht 1000 Drohnen, die halt massig an Soldaten ersetzen. Und das ist alles schon möglich. Das ist alles auch intelligent möglich, sodass Hindernissen ausgewichen werden kann, dass intelligent angegriffen werden kann. Ich glaube, da ist eine Riesenzukunft. Ob wir das toll finden oder nicht, ist völlig egal. Ich muss wieder auf Malte Landwehr, äh, auf Malte Landwehr zurückverweisen, der immer so eine schönen realistischen Sprüche hat. Und ähm, der sagt mir immer, zumindest in den Chats, wenn wir uns mal unterhalten, dass das, was die Technik erreichen kann, das wird die Technik auch erreichen, weil es einfach gemacht wird. Und in dem Fall ist es eben nicht nur so, dass irgendwelche Drohnen am Himmel tanzen, sondern das wird... Mit Sicherheit eingesetzt werden. Und ich bin mal gespannt, wie das auch zusammenpasst, dass Google sich ja eine ganze Menge Waffensysteme oder Waffensystemhersteller ähm, von solchen Systemen unter den Nagel gerissen hat, ähm, wo Google da oder Alphabet in äh, Zukunft hinmarschiert. Da bin ich echt gespannt. So, und die letzte, äh, den letzten Artikel, Blogpost, den ich äh, euch hier, auf den ich verweisen will, ist ein Artikel, den ich bei äh, T3N gefunden habe. Äh, ich weiß immer gar nicht, ob ich T3N überhaupt hier erwähnen muss, weil ich habe immer so das Gefühl, das liest sowieso jeder da draußen oder ähm, das hat jeder an seinem Feedreader. Ähm, in dem Fall geht es darum, dass da ich glaube, die zwölf besten Startup-Podcasts ähm, zusammengetragen worden sind und wenn ihr ein Fable für Podcast habt und das kann ich fast voraussetzen, wenn ihr dieses Format jetzt hier hört, dann solltet ihr vielleicht mal einschalten und euch das angucken, anhören und dann ist zwar ein bisschen Konkurrenz da für unser Format jetzt hier, aber so what, ihr müsst euch ja fortbewegen und vorankommen in eurer Bildung. Ja, das war der schnelle Durchmarsch durch die Blogosphäre. Ich suche mir immer nur meine Highlights raus, die will ich euch hier irgendwie kundtun. Äh, springen wir gleich ins Hauptthema, weil ich will wieder bei 60 Minuten bleiben und wir haben jetzt dann noch eine Viertelstunde fürs Hauptthema und für die event wobei die relativ kurz gehalten sind. Also lasst uns gleich den Sprung machen ins... Lieben. Ihr seid sicherlich nicht daran vorbeigekommen, dass in den letzten anderthalb Wochen Google wieder in Sachen Updates eine ganze Menge gemacht hat oder zumindest eins gemacht hat. Und wie kommt man da drauf, dass überhaupt im Index was passiert? Ja? Dass irgendwie was heiß läuft, dass Google einen neuen Algorithmus einspielt, der eine Auswirkung auf die Serbs hat? Die meisten, die sich in der Branche so tummeln, gucken sich da die SEO-Wetterberichte an. Das sind so kleine Tools, kleine Widgets, die man sich ja selbst angucken kann. Das sind Seiten, wo große Toolanbieter ein bestimmtes Setup von, von Keywords eben in den Serbs tracken oder die Serbs grundsätzlich tracken. Und wenn es Veränderungen in den Serbs gibt, dann kommt je nachdem, wie stark die Veränderungen sind, wird ein bestimmtes Wetter ausgespielt oder wird ausgespielt, wie heiß der Index läuft. Und ähm, bei Mods zum Beispiel ist es so, wenn das Wetter richtig schlecht ist und es Blitze gibt, dann wisst ihr, hey, Google hat irgendwie an der Algorithmusschraube gedreht. Wenn ihr AWR euch anguckt, dann ist es so, dass es einen Wert zwischen 1 oder zwischen 0 und 7 gibt und umso höher der ist, umso heißer läuft der Index warm und es wird halt mit der roten Farbe signalisiert. Egal welche, welches Widget oder Tool ihr nutzt, wenn es da ausschlägt, dann wisst ihr, Eher, da ist irgendwas im Busch und irgendwas hat sich wieder verändert. Nun haben ja sehr, sehr viele Leute äh, aus der Seo-Welt, die noch auf diese Updates gucken, wie auf den PageRank anscheinend, ähm, schon im letzten im letzten Jahr darauf gewartet, gerade zum Ende des letzten Jahres darauf gewartet, dass ein neues Pinguin-Update eingespielt wird oder äh, Google die Einspielung macht für das Live-Update von Pinguin, dass, dass, also, äh, dass der Algorithmus also nicht mehr immer in Updates eingespielt wird, immer Stück für Stück, sondern dass er laufend angepasst wird. Sowas Passiert natürlich, wenn der Algorithmus irgendwann so stabil ist oder die Mechanismen dahinter so stabil sind, dass es sozusagen ein selbstlernender Prozess ist und dieser Ablauf so stabil ist, dass Google diesem Algorithmus dieses selbstständige Lernen zutraut, dann spielen die das irgendwann ein. Und das hat jeder erwartet, weil es auch angekündigt wurde, dass es irgendwann kommt. Nun kam es nicht und nun kam eine Algorithmusveränderung zum Jahresbeginn. Und jetzt fängt eigentlich dieses ganze Trauerspiel schon an und es hat eigentlich schon ja, es hat schon viel früher angefangen. Im Kern ist es so, dass viele Blogger jetzt rausgegangen sind und darüber wild spekuliert haben, wo es jetzt dran liegen könnte. Ist es Pinguin, ist es doch Panda oder ist es Koa oder ist es eine andere Form von Update? Im Kern zeigen diese ganzen Blogposts, mir zumindest, dass es ziemlich wie ein Stück Kernseife ist, dieses Thema Updates irgendwie überhaupt noch aufzunehmen. Es zeigen sich immer Veränderungen, aber wenn... Es müsste ja, wenn ich das so stark unter Beobachtung habe, dann müsste das ja auch bedeuten, dass ich meine Arbeit grundsätzlich an diesen Updates orientiere. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie ihr arbeitet, ich orientiere mich überhaupt nicht mehr daran, sondern ich habe eigentlich schon, also nicht überhaupt nicht mehr, aber ich gucke nicht mehr so darauf. Ich gucke ja auch nicht mehr auf den PageRank. Das hat auch ein bisschen gedauert, aber irgendwann habe ich diesen Wert halt losgelassen, weil er für mich keine, keine Relevanz hat. Ich muss mich. An dem Ziel orientieren, mit einer Internetseite gute Inhalte zu schaffen, gute Strukturen zu schaffen, eine technische Basis zu schaffen, eine gute Breite zu schaffen und Aufmerksamkeit zu erzeugen, um Userinteresse zu erzeugen. Dann habe ich Traffic auf meiner Seite und dann habe ich auch Traffic auf meiner Seite, der hoffentlich konvertiert. Ob ich jetzt in irgendwelche Bereiche komme, die Update-verdächtig sind, ob jetzt Google den Pinguin in Live ausspielt, das mir relativ. Um... Jacke, muss ich sagen, relativ Wayne, <laughs> weil es ja schon lange so ist, dass ich im Bereich Link Building mir extreme Gedanken darüber mache, welchen Link ich aufbaue und welchen Link ich abbaue. Das, äh, diesen, diesen Sinn hat Google schon viel früher ähm, bei mir ausgelöst oder diesen Wert eigentlich auf, auf das Linkbuilding nach SEO-alten Standards, ähm, der ist sowieso schon nicht mehr vorhanden bei mir. Ähm, und genauso ist es bei Inhalten. Also, Panda-Updates sind jetzt auch nicht so der Burner für mich, weil ich glaube, dass bestimmte Dokumente, ähm, ideale Dokumente, äh, eine bestimmte Zusammensetzung haben. Und mit dieser Zusammensetzung spiele ich und arbeite ich selbst. Das heißt, wenn ich die Zusammensetzung in meinem eigenen Dokument ändere, und so war Seo eigentlich schon immer, dann gucke ich mir an, welche Auswirkungen ähm, diese Veränderung auf die Ergebnisse hat. Und genau mit diesen Parametern spiele ich nur. Ob Google jetzt in ein Update fährt oder nicht ein Update fährt oder wie dieses Update heißt, ob sie den Core verändert haben oder ob sie äh, die, die Links oder den Inhalt neu betrachten. Man, ich glaube, man muss es im Auge haben, um grundsätzliche Veränderungen äh, auf dem Schirm zu behalten. Aber es darf euch eigentlich nicht so richtig tangieren, weil es eigentlich nur Werte sind, die da nachgezogen werden, die hoffentlich schon längst von euch in der richtigen Richtung beackert werden. Ähm Ihr könnt gerne in den Kommentaren mal schreiben, was ihr dazu denkt oder was ihr darüber denkt, ob es einfach so eine Identifikation ist, auch für SEOs zu sagen, hey, ich bin jetzt hier der, der das Update als erster gedeutet hat. Ich glaube, bei dem Update war es halt super schön, weil alle darüber spekuliert haben, was es eigentlich ist. Jeder hat so eine andere Ansicht gehabt. Und was ich immer sehr cool finde, ist natürlich, wenn die Leute in Facebook und Co. schreiben, welche Auswirkungen das jetzt hat. Da gibt es zum Beispiel Projekte, die beschrieben wurden, wo jetzt irgendwie gesagt, wurde ja wir haben 50% bessere Rankings bekommen oder wir haben 100% bessere Sichtbarkeit bekommen ja so what, das passiert halt ihr werdet vielleicht für gute Arbeit belohnt und es werden manchmal auch bei schlechten updates auch ähm, schlechte Seiten wieder nach oben gespült das passiert das ändert aber doch nicht meine Verhaltensweise das heißt wenn ich eine Seite habe und jetzt gibt es ein Update wo vielleicht schlechte Seiten nach oben gespült worden wären auch ähm, auch wenn es in Masse passiert, würde es nicht dazu führen, dass ich zumindest mit dem Range, was ich jetzt hier bearbeite, ähm, meinen Kunden jetzt empfehlen würde oder mit meinen eigenen Projekten losgehen würde und jetzt wieder scheiße machen würde. Sondern ich werde immer weiter diesen roten Faden folgen. Ja? Nennt es dem Weißen Hasen folgen. Da bin ich dann genauso wie das, was ich immer kritisiere. Ich probiere also, meine Seiten so gut wie möglich zu machen und Mehrwert zu generieren. Ja? Und äh, mich als Unternehmen cool darzustellen, meine Mitarbeiter cool darzustellen, äh, uns lebhaft darzustellen und äh, diese Inhalte ähm, mit dem zu vergleichen, was die Suchmaschine eben zusätzlich auslesen muss. Dazu gehört natürlich eine Menge Text, dazu gehört Video, dazu gehört Soziales Engagement in den sozialen Netzwerken, also nicht soziales Engagement, sondern Tätigkeit in sozialen Netzwerken, das trifft es besser. Also das klassische Seeding. Und wenn ich da auf Linie bin, dann muss ich eigentlich dieses Thema Updates gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Aber vielleicht ist es so, ich unterschätze ja auch, glaube ich, dieses Thema Affiliate und Arbitrage total, weil es einfach nicht mehr mein Steckenpferd ist. Vielleicht. Wir wollen ja von voneinander lernen. Schreibt doch wirklich mal in die Kommentare, ob ihr, wenn ihr jetzt Affiliate seid und jetzt wirklich so Quick-and-Dirty-Projekte habt, ob ihr wirklich noch auf diese Updates guckt, weil ihr eure Quick-and-Dirty-Projekte an diesem Raster äh, probiert zu orientieren, weil euch die schnellen Erfolge wichtig sind. Ich würde ganz gerne mal wissen, ob es diese Welt da draußen noch gibt. Es ist nicht mehr so meine Welt, aber. Das heißt ja nicht, dass, dass es da draußen diese Welt nicht mehr gibt und äh, ich finde es dennoch spannend und ein paar Leute ähm, bringen mich ja da oder stutzen mich immer so ein bisschen und sagen, oh, da kann man noch sehr viel Geld verdienen. Ja, habe ich ja nie anders gesagt. Für mich ist es nur äh, nicht der Weg, weil ich mit ähm, Arbitrage und Affiliate halt ziemlich auf Nuschel ge gefallen bin nach den Updates und das möchte ich mir einfach nicht mehr antun, dass ich so kurzfristig denke, sondern ich probiere langfristige Ziele zu verfolgen aber kurzfristige Ziele zu verfolgen mit der Masse so wie es früher im Blackhead war und von Baustelle zu Baustelle zu Baustelle zu hüpfen und daraus eine Technik eine skalierbare Technik zu machen das kann ja immer noch state of the art sein und da ist bin ich vielleicht einfach zu verwöhnt und zu träge geworden, um mir diesen, diesen Kampf anzutun. Aber schreibt es mal in die Kommentare. Also, Updates ist für mich nicht so das Thema. Ich lese immer ganz gerne. Ich gucke mir auch mehr an, wer da was spekuliert, weil das natürlich auch so eine Typfrage ist, ja, wer was sagt. Und ähm, ja, sonst achte ich nicht mehr so richtig darauf. So, der zweite Teil in dem Hauptteil beschäftigt sich mit SEO-Tools. Und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil das ist, hat jetzt natürlich wieder äh, ursächlich was mit Human Marketing zu tun. Ich kenne halt fast, ich kenne, glaube ich, alle Leute, die hinter den Tools stehen und die kennen mich auch. Das heißt, wenn ich hier Kritik äußere, muss ich immer ein bisschen aufpassen, weil es gibt eine ganze. Es Gibt, wie die Welt so ist. Es gibt unterschiedliche Menschen da draußen. Da sind Leute, wenn ich hier konstruktive Kritik äußere, die damit sehr gut umgehen können, die äh, ihren Senf dazu abgeben, warum was so ist und das auch aufnehmen und vielleicht verändern wollen oder auch nicht verändern wollen. Das ist ja eine Positionierung. Ähm, damit kann ich super umgehen, aber es gibt eben auch Leute da draußen, die sehr, sehr im Babymodus sind. Also nicht im Babymodus, weil sie Kleinkinder sind, sondern weil sie das Tool, was da am Start ist und was sie nach vorne bringen wollen, wie ihr Baby behandeln und so hüten und auch verteidigen. Das heißt, wenn irgendwie ein Angriff von außen kommt oder, oder eine konstruktive Kritik als Angriff gewertet wird, dann ist es oftmals so, dass es da Fehlinterpretationen gibt, so nach dem Motto, äh, dann sag doch gar nichts, wenn du das hier irgendwie so darstellst. Ähm, nee, ich will mir nicht den Mund verbieten lassen. Ähm, ich will kritisch eigentlich nur das beleuchten, wo ich denke, dass sich Tools in eine bestimmte Richtung entwickeln können. Und ich will da auch als... End-User im Endeffekt auf bestimmte, für mich, Missstände hinweisen, die, glaube ich, viele andere User da draußen auch haben, die aber vielleicht nicht so artikuliert werden. Ähm ich probiere mal drei Schritte zurückzugehen und wirklich diese End-User-Position einzunehmen und die zu kombinieren mit der Welt der SEO-Agentur, in der wir hier arbeiten. Ähm, wenn ich jetzt das Rad mal zurückdrehe, zehn Jahre zurückdrehe, dann hat es irgendwie mal begonnen, in meinem Kopf zumindest, mit den SEO-Tools, die gekommen sind von Systrix und Searchmetrics. Das waren so die ersten Player am Markt, kann ich mich erinnern. Und. Beide haben eigentlich nicht so richtig das abgebildet, was ich in Gänze haben wollte. Jeder hat so einen Teilbereich abgebildet. Systrix zum Beispiel hatte immer ein ziemlich sauberes System, optisch sehr sauber. Die Daten waren sehr strukturiert, aufbearbeitet. Das fand ich immer sehr cool. Ich bin aber auf der anderen Seite ein Spielkind. Und Searchmetrics hat mir einfach mehr visuelle Reize geliefert, um bestimmte Datenpunkte ähm, mir anzugucken. Da war immer so ein Battle, aber das ist natürlich ein Battle, der so grundsätzlich bei mir auch stattgefunden hat. Nun haben sich die Tools entwickelt, es gab immer mehr. Äh, entweder die Tools wurden größer, aus Searchmetrics ist die Search, Searchmetrics Suite geworden. Ähm, in Cistrix gab es mehrere Module, die man noch dazu buchen konnte. Die Sache ist also immer größer geworden, was erstmal schon im grundsätzlichen Problem ist, weil ich mir alle neuen Features natürlich immer erstmal angucken muss. Und das waren jetzt zwei Tools. Und jedes Feature hat ja immer die Möglichkeit, dass wirklich. Was Cooles dabei rauskommt. Was cool ist, was ich meinen Kunden natürlich auch als Mehrwert mitgeben will. Das heißt, du musst also immer die Zeit investieren, dir ein Tool anzugucken. Ich glaube, da wird auch gar kein Weg dran vorbeigehen, aber da sind wir im Bereich wieder von dieser menschlichen Überforderung, dass es natürlich nicht nur zwei Toolanbieter gibt, sondern mittlerweile es sehr, sehr viele Toolanbieter gibt und jeder wirbt irgendwie mit diesen Super Skills und man ist geneigt, sich jedes Teil so mal anzugucken. Das führt aber dazu, dass man sich das nur sehr oberflächlich angucken kann. Eine Lösung wäre gewesen, dass die Tool-Anbieter es wirklich oder dass ein Toolanbieter es schafft, mich persönlich zumindest so zu begeistern, dass ich bei einem Tool bleibe. Das ist über die letzten Jahre nicht entstanden. Und wie gesagt, da sind ja viele dazugekommen. Da ist nach. Xistrix und Search Metrics sind noch Zeolytics, Xo wie dazugekommen, da sind die Link Research Tools dazugekommen. Sehr viel später ist noch OnPage Org dazugekommen und noch sehr viele andere Tools, die rechts und links auch Daten von den Bereichen kombinieren. Und dann ist natürlich Google auch noch in der Welt mit drin. Das heißt, Google bringt ja mit seiner Search-Konsole oder wie sie denn morgen auch heißen wird, auch immer neue Daten wieder und neue Tools an den Start. Das verändert sich auch stetig. Das heißt, man muss immer irgendwie am Ball bleiben und es ist nicht so, dass die Tool-Anbieter es geschafft haben. Okay, bei Google bin ich jetzt irgendwie in diesem Funnel drin. Da muss ich bei Google bleiben, weil ich einfach immer wieder da reinkomme. Aber bei den Tool-Anbietern ist es wirklich so, dass es kein Tool-Anbieter geschafft hat, mich wirklich in seine Welt hundertprozentig reinzuziehen. Und ich verstehe es eigentlich heute noch nicht. Warum das nicht der Fall ist, weil eigentlich sind alle Parameter ja da. Wenn ich jetzt mir Systrix zum Beispiel nehme, dann sind die Daten immer noch sehr super klar strukturiert. Ich habe die Möglichkeit, Module dazu zu schalten. Ich, habe, ähm, ich kann das kombinieren, wie ich will. Wenn ich jetzt zum Beispiel überhaupt gar kein ähm, AdWords-Typ bin, dann muss ich mir die SEM- äh, oder SEA-Tätigkeiten meiner Konkurrenz oder meiner eigenen, die ich ja auch in AdWords sehe, also eher meiner Konkurrenten, muss ich mir gar nicht angucken. Das heißt, das Modul kann ich jetzt für 100 Euro sparen. Ähm, das kann ich abschalten. Also eigentlich sehr gut kombinierbar. Aber äh, was mich dann wirklich stört, ist, dass wenn ich zum Beispiel... Ähm, einen bestimmten Potpourri an Tools habe, dass ich mir die Werte nicht irgendwie zusammenbauen kann. Und es betrifft in erster Linie auch, wenn ich den Ansatz fahre, dass der Optimizer, der bei Systrix ja zum Beispiel drin ist, dass der bestimmte Fehler ausliefert und ich nicht die Möglichkeit habe, jetzt strukturiert auch in, in, in einem Rahmen von, einem, ähm, von der Projektplanung und von der Teamplanung diese Fehler abzuarbeiten und auch nicht zu visualisieren, dass welche Schritte im Workflow, welche Veränderungen in den SERPs zum Beispiel beinhalten. Also, wenn ich jetzt eine Landingpage habe, die ich auf ein bestimmtes Keyword frisieren will oder Fehler abstellen will, dann will ich doch auf der anderen Seite auch wissen, welche Veränderungen hat das denn im Ranking, idealerweise. Oder auch keine Veränderung im Ranking, dann kann ich mir diese ganzen Maßnahmen nämlich auch sparen. Also es hat ja auch so eine negative Medaille. Aber gehen wir mal davon aus, dass es immer dazu führt, dass es eine Ranking-Verbesserung gibt, dann. Will ich natürlich an die Hand genommen werden, ich persönlich, aber ich will auch eine Struktur finden, um bestimmte Aufgaben innerhalb meines Teams, innerhalb meines ähm, Inhouse-Teams auch zu strukturieren, zu vergeben und dann zu gucken, wie sind denn die Ergebnisse in diesem Workflow, dass ich bestimmte Szenarien einfach abbilden kann. Vielleicht ist es so, dass ich einfach Systrix in dem Fall nicht, vielleicht nicht richtig verstehe. Ähm, Johannes und ähm, Hans, also wenn ich da bestimmte Teile jetzt nicht zusammenbauen konnte, dann, ähm, ja, dann ist es so, dass ihr mir das auch nicht richtig vermittelt habt. Das muss ich mal sagen. Ich bin der Empfänger. Vielleicht habe ich auch nicht richtig nachgekümmert. Aber eigentlich ist es euer Job, mir das zu vermitteln. In dem Fall glaube ich zwar, dass es diesen Workflow nicht gibt. Aber ich will gleich den Schritt weitergehen, weil das ist so das Hauptproblem. Ich glaube, dass diese ganzen Tools zurzeit sehr stark darauf sich fokussieren, dass immer noch mehr Features dazugefügt werden. Immer... Ähm immer noch eins draufgesetzt wird. Und das mehr nach dem Motto, nicht wie gucken Menschen da drauf und wie kann ich im Team jetzt diese Aufgaben, die daraus entstehen, handeln, sondern mehr mit dem Fokus darauf, immer noch irgendwas Dazu zu fügen. Also so, wie sich Coder untereinander unterhalten. Ähm, so kann ich mir zumindest vorstellen. Wie gesagt, wir sind keine Coding-Bude, aber ich kann mir richtig vorstellen, dass irgendwie fünf Programmierer zusammensetzen und jetzt sagen, okay, äh, ich habe gehört, irgendwie die Funktionalität kann ich noch einbauen. Das geht auch relativ schnell. Lass uns die doch einfach irgendwie einbauen. Das führt natürlich dazu, dass das erstmal ein bisschen konfus wird. Das wird dann irgendwie oberflächenmäßig irgendwann zusammengefasst. Dafür gibt es dann immer die Versionssprünge. Aber im Kern habe ich so das Gefühl und es fällt mir, leider Gottes äh, muss ich das hier erwähnen, aber ich will das einfach bei Namen nennen, weil ich eigentlich einfach auch in die Richtung gucke. Bei OnPageorg auf, da wird es immer detailreicher und es wird immer mehr angeboten und äh, die Jungs sagen mir auch immer mehr, was ich abrufen kann. Ähm, oftmals verstehe ich die Zusammenhänge gar nicht mehr so richtig. Das ist natürlich auch ein Zeitproblem, äh, weil ich mich damit nicht so richtig ähm, darauf noch nicht so richtig einlassen kann, weil mir die Zeit einfach fehlt und mir wird es auch nicht leicht genug gemacht. Und im Kern ist die Frage eigentlich, wie kann ich jetzt ja mein workflow damit bestücken selbst wenn ich mir dieses ziel irgendwie auf die pfanne lege wie helft ihr mir denn dass ich jetzt diesen vermeintlichen fehler oder diese vermeintliche änderung in einen workflow reinkriege mit meinem team zusammen dass ich dieses problem lösen kann wo ich auch als head of oder auch als chef oder als verantwortlicher in dem bereich immer sehe wie ist denn der sachstand also ich glaube dass dieses thema projektmanagement extrem wichtig ist für diese Tool-Anbieter. Und das würde auch dazu führen, dass ich, wenn ich das abgebildet kriege, und das ist eine Empfehlung, und ich kann diese Empfehlung nur aussprechen, weil ich natürlich den Bedarf da habe. Und ähm, wenn das ein Tool anbieten würde, dann ist natürlich die Identifikation viel höher und die Abläufe sind auch viel mehr integriert in das, was Agenturen oder Inhouse-Teams da draußen veranstalten. Und dann ist es auch nicht mehr so leicht austauschbar. Ich weiß, dass bei Search Metrics das Abseits von der Suite genau. So ist, dass ja bestimmte Module speziell angepasst werden und Individuallösungen angedockt werden. Das ist natürlich ein Riesenmarkt, der ist aber für ja, ja, Agenturgrößen wie, wie jetzt wir bei Sumago, meinetwegen mit acht Leuten, ähm, schwer umzusetzen in der Größe, sondern wir sind schon auf, ja, auf Tools ange angewiesen, die so im Bereich 500 bis 1000 Euro angesiedelt sind und die dann auch diese Funktionalität Anbieten. Also, das ist ein Bereich, das ist eigentlich so die Basiskritik, die ich auch habe, dass alles irgendwie sehr viel spezieller wird, sehr viele Begriffe auch entstehen, ähm, die ich überhaupt gar nicht mehr verstehe. Und ich glaube, da ist natürlich LRT der Meister. Äh, ähm, der Christopher hat ja schon damit angefangen, dass er irgendwie immer so diese Abkürzungen genommen hat für bestimmte ähm, Teiltools aus, aus, der, ähm, aus den Link Research Tools. Und äh, da ist es natürlich super schwer, den Überblick zu, zu behalten. Und wenn ihr jetzt meinetwegen immer noch was darauf flanschen würde, dann wird es natürlich immer schwieriger, ähm, da den Überblick zu behalten. Und bei Search Metrics zum Beispiel ist es auch so, dass da sehr viele KPI, äh, KPIs angelegt werden, die irgendwie tituliert werden, wo ich auch mittlerweile überhaupt gar keinen Überblick mehr habe, äh, was jetzt welche KPI auch wirklich darstellt. Und ich habe am Ende des Tages auch. Ich brauche einen Weg, um schnell zu konsumieren. Und das wäre vielleicht zum Beispiel, ja, ein Bereich von Content Marketing. Das heißt, Videos zu haben, wo ich sehen kann, wie welche Workflows stattfinden, wie welches Resultat irgendwie welche Auswirkungen hat. Und da wäre ich irgendwie nicht so richtig angeleitet. Das hat alles eine Sollbruchstelle, nämlich die Sollbruchstelle, dass ihr das alles da draußen schon gemacht habt und es diese Videos und Erklärungen da draußen gibt und ich sie einfach nur nicht konsumiere. Ich höre aber auch von sehr vielen anderen, dass sie genau dasselbe Problem haben. Das heißt, selbst wenn der Content da ist und ihr die Erklärung habt, kriegt ihr es anscheinend nicht hin, diese Informationen zu den Kunden und zu den Nutzern zu bekommen. Klar, jetzt kann man wieder auf der anderen Seite sagen und wir tauschen jetzt hier so Positionen aus. Dass umso spezieller das ist und umso individueller ich dieses Setup mache mit den einzelnen Tools, umso spezieller ist auch und umso weniger austauschbar ist meine Dienstleistung als Agentur oder als Inhouse-Team. Ähm, nein. Ich glaube, dass man selbst, wenn ein Projektmanagement-Tool dahinter wäre, was das alles zusammenfasst in dem Tool, ähm, dass das schon so individuell natürlich gestaltet werden müsste, dass eine. Ein, ein, ein Stil von einem Handelnden natürlich zu erkennen ist. Ähm, ich glaube, da wäre jetzt nicht so das große Problem an sich. Das Problem ist die Masse und das Problem ist, dass ich keinen einzelnen Fokus habe auf einem Tool, wo ich mich hin konzentrieren kann. Ähm, jetzt habt ihr bestimmt gedacht, dass ich jetzt hier zum großen Wurf aushole und alle Tools bashe, aber äh, so ist es eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur diese Kritik mal loswerden. Ähm, ihr könnt ja gerne in die Kommentare mal reinschreiben, würde mich wirklich mega interessieren. Und Ihr ja, nutzt doch bitte diese Kommentare hier unten. Ihr müsst nicht in Facebook schreiben, ihr könnt es doch hier hinterlassen. Ähm, wie ihr denn mit dem Thema umgeht, mit dieser Stückelung der Tools und wie es mit diesen ganzen neuen Features aussieht, wie, wie ihr damit umgeht, ob ihr damit glücklich seid oder nicht. Oder wenn ihr Toolanbieter wärt, äh, wie würdet ihr dann damit umgehen? Werdet euer Ansatz, mein Ansatz wäre es nämlich nicht. Ich würde dieses Pferd andersrum aufzäumen. Ähm, und ich weiß nicht, ob das sich mit euch deckt, das ist nur meine Sicht. Ähm, gerne sind natürlich auch die Tool-Anbieter selbst eingeladen, hier unten zu kommentieren. Würde ich sehr, sehr spannend finden. Also ein offenes Thema und ein, vielleicht ein kleiner Denkanstoß in die Richtung Seo-Tools und mal gucken, was sich da in der Zukunft entwickelt. In dem Zusammenhang will ich noch einen kleinen Tooltip. Ich habe jetzt gesagt, natürlich kommt sehr viel auf den Markt und ähm, man muss Zeit haben, sich bestimmte Sachen anzugucken. In meinem Fall ist es so, weil ich ja eine, vielleicht eine gewisse Bekanntheit habe in dem Bereich, dass ich sehr viele Angebote für Beta-Zugänge bekomme und dann auch oftmals nicht die Zeit habe, mich dann darum so richtig zu kümmern. Ich weiß, manchmal sage ich auch zu und sage, ja, ich gucke es mir an und schaffe es dann trotzdem nicht. Ja, da bin ich auch eine Lusche und sage vielleicht zu oft, ja, vielleicht müsste ich auch mal Nein sagen. In dem Bereich. Aber im Kern ist es so, dass ich mir sehr viel angucke. Und eins von den Tools, was ich mir als letztes angeguckt habe, ist das ähm, Tool Surplora. Also den Namen finde ich irgendwie komisch. Ähm, Sebastian, ich muss sagen, der, der Name gefällt mir irgendwie nicht. Der geht mir schwer über die Lippen Surplora. Surplora. Also ich weiß, was du damit sagen willst, aber es spricht sich irgendwie komisch aus. Aber das ist ein Tool, was zurzeit in der Beta-Phase sich befindet und was probiert, die Daten der Search-Konsole äh, zu erfassen, auch so zu erfassen, dass sie historisch verfügbar sind und ähm, die Daten gut zu visualisieren und nachher cross zu matchen. Das finde ich jetzt mal ein cooler Ansatz, aber wieder natürlich nur ein Ansatz, also ein Tool, was sich wieder mit der Search-Konsole nur beschäftigt. Ähm, wieder ein anderer Ansatz als, als das, was die anderen Tool-Anbieter ja auch mit der Search-Konsole mit der Verbindung schon machen, aber wieder so. Keiner von den großen tool die lange am Markt sind, kriegt es so hin, dass die Sachen alle zusammengefügt werden, dass ich mich um bestimmte Sachen wirklich aus einem Workflow kümmern kann und ja, also ich denke ja immer, dass vielleicht Agenturen wie Mindshape, die da draußen ja auch programmieren und SEO machen, dass die vielleicht irgendwann auf diesen, auf diesen Zug aufspringen und mal dieses globale Tool anbieten. Das ist, was ich mir ja auch von On-Page-Auction oft, oft habe. Aber im Kern glaube ich, kann ich mir das so abschminken. Ich glaube, das wird nicht passieren und äh, vielleicht ist es auch so gewollt. Also, ich kann euch das nur empfehlen. Dieses Tool ist wirklich ganz cool. Es ist zurzeit in einer geschlossenen Beta. Äh, fragt doch den Sebastian einfach mal, ob er euch noch reinlässt. Dann könnt ihr das mal ausprobieren. Wenn nicht, müsst ihr noch ein bisschen warten. Ich werde euch dieses Tool vielleicht auch mal vorstellen in einem äh, Sumago TV Video. Da muss ich aber erstmal mit dem Sebastian reden, ob der mir das überhaupt erlaubt, ob der da mit der Identifikation schon so weit ist, dass er das so nach außen geben will. Erstmal will er das ja für sich auch mit Serverlast denke ich mal testen und ein paar Bugs ausräumen. Ähm, da werden wir uns noch mal drüber unterhalten, Sebastian, oder? Ob ich da noch was mache? Du wirst mir ein Zeichen geben und ich werde dich auch noch mal fragen. Okay, das war's in der Ausgabe. Ich bin schon zehn Minuten drüber. Ich will noch kurz einen Event-Tipp machen und dann ist es auch hier schon eigentlich für diese Ausgabe geschafft. Echte Menschen statt der Scheißmaschine.

So, jetzt können wir es auch ganz schnell zum äh, Schluss bringen, weil eigentlich haben wir gar nicht so viele Event-Tipps. Ich will nochmal darauf hinweisen, Online-Marketing Rockstars, die Konferenz, ist für mich eine Top-Empfehlung. Wenn ihr zur Messe wollt, zur Ausstellung wollt und wenn ihr zur Party wollt, dann haben wir hier noch ein paar Freitickets für euch. Die sind uns von Ataxo zur Verfügung gestellt worden, von dem Patrick Klingenberg. Danke nochmal an dich da draußen. Wenn ihr also in die Kommentare äh, ein, wenn ihr in den Kommentarbereich einen Kommentar von mehr als 100 Wörtern hinterlasst und euch wirklich mal mit dem Format... Auseinandersetzt, dann bekommt ihr in der Reihenfolge der Kommentare entsprechend ein solches Ticket. Ja, sonst sind wir in der Vorbereitung der Campings, habe ich letztes Mal schon gesagt. Wenn ihr das noch nicht auf dem Schirm habt, wenn ihr da noch Fragen haben solltet, dann meldet euch einfach bei mir oder bei unserem Team und äh, dann können wir darauf eingehen. Ähm, da drehen alle Bereiche zurzeit auf Hochtouren. Ja, eigentlich war es das in dieser Ausgabe. Ich kann euch aber jetzt hier nicht entlassen, ohne euch darauf hinzuweisen, dass ihr bitte, bitte, bitte in die Kommentare schreibt. Also nicht nur unter dem Druck, dass ihr diese Tickets gewinnen wollt für die Online-Marketing Rockstars, sondern weil ihr einfach an, dem, an diesem Podcast teilhaben wollt. Es geht nur mit eurer Beteiligung, zumindest macht es mir sehr viel mehr Spaß, wenn ihr euch beteiligt. Schreibt auch gerne Rezessionen bei iTunes über unseren Podcast. Das bringt uns in der Wertung der Podcasts untereinander ein bisschen nach oben. Da würden wir uns natürlich drüber freuen, weil wir einfach mehr Hörer haben wollen. Ist ja nicht damit getan, dass wir jetzt in einer Show einfach mal 3000 Leute hatten, die zugehört haben, sondern ich will da schon deutlich mehr noch haben. Ähm ja, wir werden diesen Podcast auch wieder bei SoundCloud hochladen. Wir werden ihn auch bei YouTube wieder stattfinden lassen. Das heißt, auch da habt ihr die Möglichkeit, entweder unseren Sumagro TV-Kanal wieder zu abonnieren oder eine, eine, einen Kommentar zu unterschreiben oder uns einen Daumen hoch zu geben. Also diese Wertungen sind Social Media, Social Media Nutzung und ihr könnt da einfach eine Meinung kundtun und nutzt bitte diese Kanäle. Das ist nur mal nochmal ein letzter Aufruf. Wir haben eine Stunde zehn. Ich bin raus. Euer Marco. Wait. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory, we make lipstick. Wait. In our advertising, we sell hope.